Joyce heute mit, wenn Eltern nicht lügen würden. Schlafen gehen, wie es ist. Oh, hier schön Netflix gucken in Ruhe. Ach, Schatz, du sollst doch ins Bett. Aber wieso denn? Es ist doch jetzt 7:30 Uhr, der Sandmann kommt. Ja. Los, verpasst ihn nicht. Schlaf gut, Maus. Gute Nacht und grüß den Sandmann von mir. Und so wäre es, wenn Eltern nicht lügen würden. Ah, oh, schön, endlich Netflix in Ruhe schauen. Ach, nö. Ja. Du sollst doch schlafen. Warum denn? Weil Papa und Mama jetzt ein schönes Rohr verlegen wollen. Ja, mal wieder richtig schön vögeln. Ja, richtig durchficken, die Alte. So, immer das letzte Wort haben. Ja, Mann. Wirklich. Das stimmt aber bei dir sowas dran. Du musst immer noch antworten. Ja, schneiden wir's raus. Castingshows, wie es ist. Sag mal, Schätzchen, hast du nicht Lust, mal bei DSDS oder so mitzumachen? Ich kann ja gar nicht singen. Ja, und? Hier diese Joysick hier von YouTube, die hat doch auch eine CD rausgebracht, hier Summer Hill oder so. Ich meine, die kann ja auch nicht singen. Ja. Oder Germany's Next Kindermodel. Ich meine, du siehst doch super aus. Mhm. Keine Brüste, flacher Popo. Mhm. Und so wäre es, wenn Eltern nicht lügen würden. Sag mal, Schatz, hast du nicht Lust, mal irgendwie bei DSDS oder Germany's Next Kindermodel mitzumachen oder so? Weißt du, so bekannt zu werden. Erfolgreich. Reich. Das wird die Mama aber freuen. Da wird sie die Mama aber stolz machen. Wenn du das machst, was die Mama nicht geschafft hat. Die Mama, die hat das alles nicht erreicht. Das wäre schon schön, wenn du das jetzt machst. Wenn du jetzt vielleicht mal meine Träume leben könntest. Mama kann jetzt kein Topmodel mehr werden und singen kann ich auch nicht. Und bin jetzt alt und fett. Wäre schon schön, wenn du das jetzt machst. Mach das doch mal für die Mama. Ich mach doch auch alles für dich, Mann. Verabschiedung, wie es ist. Wieso müssen wir eigentlich am Wochenende zu Oma und Opa? Das ist gar nicht. Ja, weil Oma und Opa euch auch mal sehen wollen. Ne? Die haben euch ja ganz verliebt. Ja. Die freuen sich riesig, wenn ihr mal vorbeischaut. Ja. Oh, so. Aber wir werden euch vermissen, Richard. Okay. Und dich natürlich auch, Maus. Ja. Süß sieht der aus. Oh, Opa und Oma sind da. Oh, no. Dankeschön. Ja. Ja. Ich vermisse euch beide so lieb. Oh, das wisst ihr, ne? Und so wäre es, wenn Eltern nicht lügen würden. Wieso müssen wir eigentlich am Wochenende zu Oma und Opa? Nee. Weil ihr uns so auf die Nerven geht. Wir brauchen dringend eine Pause von euch. Ach so. Richtig kleine Quälgeister, kleine Teufel. Also. Eine Auszeit, ey. Papa, ständig das Gemotze, jetzt motzt ihr ja schon wieder. Ich bin froh, wenn ihr weg seid. Ich brauche wirklich jetzt mal Ruhe. Geht mal, komm, tschüss. Okay. So. Opa und Oma sind da. Ja. Tschüss. Hallo. Tschüss. Du. Oh, tschüss, mein Lieblingskind. Aber auch ein toller. Ist aber auch toll, ne? Du weißt doch, dass wir deinen Bruder immer bevorzugen, ne? So, tschüss. Und ich bevorzuge den heimlichen Freund von der Mama. Ist aber auch. Ja. Zu Besuch bei Oma und Opa. Wie es ist. Und viel Spaß beim Memory spielen, ne? Wir drücken die Daumen. Toi, toi, toi. So. Tschüss, ihr Rackers, ihr Lümmels, ihr Bengels, ihr Süßen. Und so wäre es, wenn Eltern nicht lügen würden. So, tschüss. Tschüss. Komm her, ja, ihr Rackers. Du brauchst keine Angst haben vor Memory spielen. Der Opa hat Alzheimer und die Oma kein Abi. Eine schlechte Note mit nach Hause bringen. Wie es ist? Mama, Mama. Hallo. Ich habe in Mathe eine 5 bekommen. Ach du liebe Güte, was ist denn da los gewesen? Das geht aber nicht. Ja, die Lehrerin, die mag mich nicht. Naja, das wird wohl nicht der einzige Grund gewesen sein, ne? Da wirst du schon nicht so gut gewesen sein. Doch, ich melde mich voll oft. Ich zeige total oft auf, aber die nimmt mich nicht dran. Die nimmt mich nie dran. Und jetzt hab ich mündlich eine 5 bekommen. Also ob das wirklich so ist, da bin ich mir nicht sicher. Ich werde mal mit deiner Lehrerin reden, okay?
Ja, aber ist aber so. Ja, nee, aber da musst du wirklich jetzt ein bisschen mehr Hausaufgaben machen. Wir müssen ein bisschen mehr lernen jetzt. Nein, die ist so böse zu mir, die mag mich nicht und deshalb... Ja, böse, böse, böse. Lernen, 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 junger Mann. Behandelt die mich schlecht, weil die mich nicht mag. Und dabei bin ich doch so ein nettes Kerlchen. Aber das bringt uns doch jetzt auch keine bessere Note. Aber ich bin doch so ein nettes Kerlchen. Naja, frech bist du schon sehr oft. Ja, aber grundsätzlich bin ich so nett. Und so wäre es, wenn Eltern nicht lügen würden. Mama, Mama, ich habe mündlich eine 5 bekommen, obwohl ich mich immer melde. Und die Lehrerin nimmt mich einfach nicht dran und die mag mich einfach nicht und deswegen gibt die mir eine 5. Was für eine unfaire Lehrerin, ja. Schätzchen. Oh Mensch, das tut mir so leid. Ich hatte früher auch so Lehrer, die so unfair waren und ihre Macht so ausgenutzt haben, ihren Job gehasst haben. Ach, furchtbar sowas. Ja, was machen wir denn jetzt? Weißt du, Schätzchen, scheiß auf die 5, ey. Wegen so einer Bitch, ne? Da lassen wir uns doch jetzt nicht hier die Laune verderben. Ohne Scheiß, ey, die Putze, die hat das nicht verdient, dass wir uns jetzt schlecht fühlen wegen der. Ja, oder sollen wir die hauen? Junger Mann. Hallo, gibt ihr mir einen Daumen nach... Hallo, gibt ihr mir einen Daumen nach oben, bitte? Ja, bitte, ja? Und könnt ihr auch die Glocke machen, damit ihr meine Videos immer...